Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Talkmaker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir uns mit einer kurzen, knackigen Botschaft vom Universum beschäftigen. Lasst uns direkt starten. Quelle, ich bitte dich, zeig uns bitte deine Botschaft für Deck Nummer 1. Quelle, ich bitte dich, da fliegt sie schon raus. Dankeschön. Quelle, ich bitte dich, gib uns deine Botschaft für Deck Nummer 3. So. So. Oh, ich sehe gerade, hier ist ein bisschen schief. Aber jetzt geht es ein Ticken besser. Genau. Wer das schon kennt, der kann gerne ja schon einmal unten in der Infobox zum jeweiligen Kapitel vorspringen. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, wir sind hier in Kollektivlese unterwegs. Ne? Das System Pick-a-Pi funktioniert so, dass du dir einen Stapel aussuchst, entweder durch die Karten ausgelöst oder durch die Steine. Kurz zur Erklärung. In Kollektivlesungen, ne, das funktioniert darüber, dass wir im Kollektiv die Überschneidung von verschiedenen Lebensthemen haben, von Menschen, ne, so mit ihren eigenen Lebensgeschichten. So, wenn du in diesen Themen dich schon sehr weit rausgearbeitet hast, dann sind diese Überschneidungen nicht so stark. Das bedeutet für dich im Kollektiv, dass du viel, viel mehr Teilbotschaften hast. Und das erkennst du zum Beispiel daran, dass du jetzt zum Beispiel sagen kannst, oh, mich interessiert hier vorne der Stein, da ist aber hier trotzdem die Farbe, die mich so stark anspricht. Daran merkst du schon, okay, das sind Teilaspekte, da geht es nicht um das gesamte Pi, sondern um einen bestimmten Aspekt. Und die Steine uns als mit ihren Botschaften innerhalb der Decks, als auch die Karten selber, teilweise sogar die Farben, ne, das kann dir dann schon eine Richtung vorgeben, wo du weißt, okay, da muss ich genauer hingucken, das ist etwas, wo es gerade so für mich drum geht. Das ist dieser Aspekt von, wo wir immer wieder davon reden, in Kollektivbotschaften geht es wirklich um Teilaspekte, ganz, ganz, ganz oft, und dass du die selber überträgst. Das ist ein großer Kontrast zu den Einzelsitzungen, die biete ich auch an, da habt ihr oben einmal einen Hinweis dazu, was für Formate ich da anbiete. Da ist einfach der große Unterschied, in der Einzelsitzung habe ich den 1-zu-1-Draht. Das sind Direktverbindungen. Da kann man auch ganz anders auf deine Fragen eingehen. Wenn du jetzt merkst, zum Beispiel nehmen wir hier diese Karte mit dem Anker, da ist irgendetwas, das spricht mich an, dann kann man da nochmal anders drauf reagieren und sagen, ne, wo ist denn deine Verwurzelung? Bist du in dir verwurzelt? Bist du in deinem Beruf verwurzelt? Was ist denn da? Ne? Der Anker ist in vielen Punkten ein anderes Symbol und hat sehr wichtige Bedeutung eigentlich. das jetzt einfach nur diese Facetten, ich fange schon an hier zu deuten, entschuldigt, um das deutlich zu machen, es gibt unglaublich viele Facetten, die da noch mit drinstecken. Und das ist natürlich im Kollektiv, macht dir diese ganzen Transfer, diese ganzen, ich übertrage das auf deine Leben oder meine Lebensrealität, ne? Das macht ihr selber. In der Einzelsitzung machen wir das in der Erarbeitung dialogisch zusammen. So, das ist halt einfach der sehr, sehr große Unterschied. So, jetzt will ich aber gar nicht mehr so viel zu erzählen, sondern wirklich erst in den Decks mit den Deutungen zu beginnen. Ich merke schon, das geht schon los. Kurzum, ihr könnt in der nachgeschalteten Sequenz einmal in euch gehen und gucken, was euch am stärksten anspricht. Guckt dann einfach unten in den jeweiligen Kapiteln nach und dann sehen wir uns dort wieder. Bis gleich. Hallo, Deck Nummer 1. Du hast dich für die Karte Karneol entschieden. Und wie ihr umlesen könnt, get curious, sprich, werde neugierig. Und bei dieser Karte, das ist total schön gezeichnet, ne? Wenn ihr euch jetzt hier anguckt, das ist eigentlich eine alte Buchrolle, die versiegelt ist. So, und das Spannende ist, Karneole, ne? Das sind uralte Talismane, beziehungsweise nicht uralt, ne? die wir heute haben, sind in der Regel nicht uralt, aber man nutzt Karneole schon locker seit dem Altertum, wenn nicht sogar noch länger. Weil Karneole eine der Steine sind, die man als schon im Altertum gut bergen konnte.
So. Und Karniole sind aufgrund ihrer Eigenschaft Beständigkeit zu fördern, ne? Kraft auch zu geben, positiv zu denken. Steine, die viel als Talisman genutzt worden sind, gerade wenn es darum geht, zu reisen, Reisen zu überbrücken. Ne? Wir sehen hier, Wissen weiterzugeben. Das ist auch eine Form von Reise. Reise durch Zeit oder Reise zu einem anderen Ort, Reise zu anderen Menschen. Kurzum, mit dem Aufruf, werde neugierig, da geht es darum, mach dich auf deinen Weg. Trau dich. Und das ist so mega schön, weil ihr passend dazu den Amazonit. Und der Amazonit, das ist einer der Steine, wo es um das Thema Selbstverwirklichung geht. Da geht es nämlich sehr stark darum, zu lernen, auf seine eigene Intuition zu vertrauen. Wirklich genau zu wissen, was ist denn meine Intuition? Wie macht sich das bemerkbar? Wo ist Wunschdenken? Wo ist meine Intuition? Und nicht dieses, ich traue mich nicht, mich damit zu befassen, weil es könnte ja sein, dass ich mich selber austrickse. Nein. Wenn du merkst, ich habe da Bedenken mit, mich auszutricksen, dann erforsche, woher kommen die Bedenken und tust du das wirklich? Was sind die Mechanismen dahinter? Woran erkennst du das? Lerne, dich selber kennen und lerne, dich selber zu fördern. So, das ist nämlich die Grundlage für Selbstverwirklichung. Wenn du dich selber nicht ernst nimmst, dich selber nicht weiterbildest, nicht selber neugierig auf dich bist und auf das, was in deinem Potenzial drinsteckt, dann kannst du nichts von dir verwirklichen. Mega passender Stein zu einer mega krassen Karte. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn das so matches. Quelle, zeig uns bitte deine Botschaft für Deck Nummer 1. Da ist der Adler. Hey! Der sagt, ich nehme dich mit auf die Reise. Zeig uns bitte deine Botschaft für Deck Nummer 1. Geh rein. Geh tief in dein Innerstes. So, also der Adler, oh, guck mal, hier hast du Sonnenenergie, da hast du Sonnenenergie durch die Karneolfarbe, ne? Du hast hier auch diesen Weltball, Entschuldigung, Weltkugel, allerdings in den Farben der Sonne. Ne? Da, hier ist kein Solarplexus gerade richtig schön wachgerüttelt werden. Übrigens auch das Energiezentrum, ne, geht ja um den wahren Willen im Solarplexus. Oder besser gesagt, wofür setzt du deinen Willen ein? Setzt du deinen Willen ein, um niedere Beweggründe zum Beispiel zu oder Motive sozusagen gegen andere durchzusetzen? Niedere Beweggründe, das ist immer schon fast schon diese Ecke, die man eigentlich versucht auszudrücken, wenn es um Kriminalität geht. Das wollte ich gar nicht damit sagen, aber der Punkt ist, wir können auch aus Mangelgedanken oder aus Giergedanken etc. einen Willen formulieren, den umsetzen. So, und wahrer Wille ist nun mal etwas, wo es wirklich darum geht, dass dein höchstes Potenzial verwirklicht wird. Das hat nichts mit, ich will etwas besitzen zu tun oder ich will etwas darstellen, ich will etwas sein, ich will die Aufmerksamkeit von anderen, sondern das hat immer was damit zu tun, dass du deinen Willen benutzt, um du selbst zu sein. Das ist ein Riesenunterschied, weil du selbst ist nicht unbedingt Egoismus. Der wird sehr gerne so dargestellt. Wenn wir allerdings in die Tiefe unseres eigenen Selbst reingehen würden, ne, und das mal wirklich erforschen, unsere eigene Weisheit erforschen, wirklich reinschauen, was ist denn da eigentlich, was will von mir erweckt werden, dann werden wir feststellen, das ist meistens etwas, was höchst produktiv oder kreativ ist und andere Menschen bereichert oder eben im Kontext mit Natur diese bereichert, schützt, nährt. Ne? Weil wir sind eigentlich, wenn wir da reingehen, immer Wesen, die etwas verstärken möchten, etwas heilen möchten. Wir sind in unserem tiefsten Innern selten etwas, was destruktiv ist. So, das knüpft auch wieder wundervoll an den Gedanken an, dass kein Mensch mit negativen Ambitionen geboren wird. Die werden dazu gemacht. Und zwar von ihrem Umfeld. So, und es ist an der Zeit, damit aufzuräumen. So, und der Adler, der meint schlechthin, das wird für viele
eine spirituelle Reise sein, ne? Weil der Adler ist ein hochspirituelles Tier. Und wenn dieser Spirit auftaucht, dann geht es wirklich auch darum, das kann holperig werden auf dieser Reise, das wird ein wilder Ritt mitunter, aber das ist eine Reise, eine Entwicklungsreise, wo du sozusagen diese Flamme, die hier auch sinnbildlich drinsteckt, ne, kultivieren lernst. Also etwas, was tatsächlich unglaublich wichtig ist. Und je mehr du dich damit bewusst auseinandersetzt, je mehr du dich da bewusst drauf einlässt, ne, damit ist nicht gemeint, du musst alles andere aufgeben. Damit ist gemeint, dass du Zeiträume erschaffst, wo du auch bewusst dich damit auseinandersetzt. So. Das reicht in den allermeisten Fällen. Man muss nicht seinen Lebensalltag komplett umkrempeln. In der Regel hat allerdings diese spirituelle Reise immer zur Folge, dass du doch effektiv gesehen sehr viel umkrempelst. Aber es ist nicht ein Erfordernis. Zum Beispiel, es gibt so diese Idee, dass diese Art von Reisen nur möglich sind, wenn du nicht mehr im Berufsleben drin bist. Das ist eine Selbstillusion. Es geht mehr darum, bewusste Zeiträume zu erschaffen. Auch gucken, wann kommt so eine Phase. Ne? Das hat auch was damit zu tun, mit welchen Energien wir in Kontakt sind. So, da kann ich nur einfach raten, guckt wirklich auf die Mondphasen, auf die Planetenphasen. So, weil das sind auch Anhaltspunkte für die Arbeit mit euch selbst. Ne? Denn wenn wir uns an diesen Zyklen orientieren, nehmen wir einfach mal nur ein Beispiel von unseren Vorfahren. Ne? Unsere Vorfahren hatten auch eine natürliche Spiritualität, aber wir sind uns alle einig darin, dass ein Bauer im Hochsommer nun mal nicht jeden Tag seine bestimmten Übungen gemacht hat, sondern der hat sich mit dem Lebenserwerb auseinandergesetzt. So. Nur ganz wenige Leute haben das nicht gemacht. Die gehörten zu priesterähnlichen Kassen. Hashtag Schamane, Hashtag Druide. So. Hexe, wie auch immer, können wir ganz wunderbar aufreihen in ganz viele verschiedene Bereiche. Was ich damit sagen will, ist, es ist für gelebte natürliche Spiritualität nicht notwendig, sich aus diesem Lebensalltag komplett rauszuziehen. Das ist auch manchmal gar nicht umsetzbar, weil, ne, wir müssen alle unsere Miete bezahlen, wir wollen alle unser Essen bezahlen, wir wollen alle was zum Anziehen haben und ab und zu auch vielleicht mal noch weggehen. So, es reicht oftmals, wenn du Zeiträume schaffst. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, weshalb ich immer auf diesen Zyklen so rumreite. Das Ding ist, wenn du die Zyklen bewusst nutzt, hast du solche Zeiträume ganz automatisch. Du musst nicht erst warten, bis der entsprechende Punkt kommt, bis es eskaliert. Weil der Punkt ist, der Adler, der nimmt dich auch auf die Reise mit, wenn du keine Lust dazu hast. Der fragt irgendwann nicht mehr, sondern der holt dich einfach ab. So. Und dann können auch so rumpelige Dinge entstehen. Deswegen sagte ich vorhin ja, das kann auch ein wilder Ritt werden, weil dieser wilde Ritt entsteht in der Regel immer dann, wenn du dich eigentlich dagegen wehrst. Weil du sagst, oh nee, passt mir jetzt gerade nicht. Ja, dann eröffne doch bitte Spirit den Weg zu dir, weil offensichtlich hat das was mit deinem Vertrag zu tun. Ne? Also das wird schon mit dir selber zu tun haben, weshalb das auftaucht und nicht mit was anderem. So, lasst uns weiterschauen. Quelle, zeig uns bitte exakte Ergänzung zu dem ausliegenden Kartenbild. Botschaft genau zu erfassen. So, wir haben hier die Königin der Schwerter. Wissen. Der Page der Stäbe. Die Stärke. Dann hast du den Teufel. Dazu kommen die Sechs der Kelche und die Liebenden. Ja, spannend.
Weil da taucht nochmal genau dieses Thema, was ich vorhin sagte, eigentlich auf, ne? Dieses schaffe Freiräume. Du hast den Pagen der Stäben hier unten liegen. Das ist etwas Neues erlernen. Einen bestimmten Bereich neu erlernen, sich auch darauf einzulassen, dass das wirklich neu ist, sozusagen wie Newbie wirklich rangehen, unvoreingenommen, ne, offen zu sein. So, ja, jetzt könnt ihr sie auch ein bisschen besser sehen, weil dieses Neue, sich neu darauf einlassen und wirklich auch das Üben. Ne, also auch was immer hier der Adler euch da mitnimmt, das ist definitiv eine spirituelle Reise. Das kann sein, dass es ein bestimmter spiritueller Aspekt ist, den ihr neu lernt, dass ihr einen Workshop habt, dass ihr einen Retreat habt. Dass es wirklich eine richtige Ausbildung vielleicht ist oder dass ihr die Dinge miteinander verknüpft und dadurch diese Reise ausgelöst habt. Was es auch immer ist, es geht um einen ganz bestimmten Bereich von Wissen. Und der wird ausgedrückt. So, ihr bekommt dazu Zugang oder seid sozusagen aufgefordert, mehr oder weniger euch auf dieser Reise mit hinzugeben, darauf einzulassen, weil ihr eure Stärke damit freilegen werdet. Ja, ihr verbindet euch ganz tief mit euch selbst dadurch. So. Euch wird hier gezeigt, ihr habt hier immer die Wahl. Ne? Ihr habt immer die Wahl zu entscheiden, wo geht euer Leben hin? Was wollt ihr wirklich damit veranstalten? So. Hier haben wir den Teufel nochmal mit den 6. Kelchen. Was dich innerlich so ein bisschen zurückhält, ne? Das sind Glaubenssätze aus deiner Kindheit. Das sind auch so ein bisschen so Dinge wie, ich brauche erst noch. Oder erst wenn ich dieses oder jenes habe, kann ich dieses oder jenes tun. Ne? Das sind so Sachen, die dich eigentlich selber an ein Verhalten oder an einen Lebensstil fesseln, von dem du annimmst, dass es dir gut tut. Aber real dich eigentlich hindern, hier wirklich frei hinzukommen. So. Und das ist jetzt nur so ein Gefühl, aber auch viele von euch, gerade weil ihr den Amazonit hier drin habt, da geht es darum, dass ihr eigentlich ihr selbst sein wollt, dass ihr selbst euch ausdrücken wollt. Da ist eine Sehnsucht drin, ne? Das ist auch ein ich fühle mich davon angezogen. Ich finde immer diese Karte hier von der Königin der Schwerter, die sieht immer aus, als würde sie sagen, komm zu mir, komm, verbinde dich mit mir. Sei mit mir wieder in Kontakt, sei mit mir in Kommunikation. Ne? Und sie hat hier auch so dieses Messer. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mich erinnert das immer an dieses Thema der Blutsbruderschaft. Ne? Dieses, wir ritzen uns die Finger an und verbinden uns wieder mit Menschen. So, das ist eine Symbolik für verbinde dich von deinem tiefsten Innersten mit diesem Wissen. Mach dich auf die Reise, üb das, weil es bringt dich zu dir selbst. Das ist im Grunde genommen der Ausdruck. Und lass die Dinge los, die wie so eine Scheinsicherheit, Scheinglück, Schein, ne, das ist eine Art von Schein. Doch, ich würde sagen, bei vielen von euch Scheinsicherheit, Scheinglück. Ne, das sind all diese Dinge, die wir uns selber einsuchen. Es kann auch sein, dass das so Ideen sind, die sehr aus deinem aus dem Mainstream stammen. Man muss dieses oder jenes haben. Ne? Wenn wir uns die 6. Kelche mit dazu ansehen, hier geht es wirklich hier um das Thema. Na, wir haben hier dieses Pflanzen weitergeben, etwas schenken. Wir haben hier die Häuserschluchten. Also das kann sein, dass das bei vielen von euch diese Ängste oder diese Scheinsicherheiten sind, die mit dem sicheren Zuhause zu tun haben, mit der Sicherheit der Familie, mit dieser Geborgenheit. So. Dass da Dinge sind von wegen, ich kann nicht oder ich verbiete mir das, weil das hier muss zuerst laufen. So, und der Adler sagt ganz klar, so funktioniert das nicht. Deswegen lache ich da so, weil der ist, den kenne ich selber gut. Das ist meiner Erfahrung nach tatsächlich ein wilder Ritt, wenn du sagst, nö. So, nichtsdestotrotz, wenn du dich von diesem Thema mit dem Selbstverwirklichen angezogen fühlst
Du hast eine Wahl. So, und wenn du dich für die Selbstverwirklichung entscheidest, dann wirst du dich auch darauf einlassen müssen. Das ist im Grunde genommen die Art und Weise, wie das dir angeboten wird, sagen wir es mal so. Gut, meine Lieben, das war schon die Lesung für euch. Wenn ich das gehört habe, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Wenn ihr Interesse an Einzelsitzungen habt, da oben, habt ihr einmal den Hinweis dazu. Da könnt ihr euch einmal schlau machen, was ich da an Format zu anbieten. Ansonsten freue ich mich total, wenn ihr unten konstruktive Kritik, Anregungen, kreative Kommentare, wie auch immer, unten mit in den Kommentaren als euch beteiligt. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und dann sage ich an dieser Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Deck Nummer 2. Du hast dich für diesen Hämatit entschieden. Und das ist ein mega, mega toller Stein. Wie ihr seht, es geht hier um das Thema Verankerung. Das war das, was ich auch in der Einleitung schon fast loslegen wollte. Das ist ein Aufruf, euch selbst zu verankern, und zwar in euch. So, und der Hämatit, das ist ein bisschen spezieller in dieser Karte, der entsteht ja aus, unter anderem besteht er als Mineral selber aus dem Element Eisen. So, es geht hier darum, nicht nur tief mit euch selbst zu verbinden, sondern euch auch mit dem Erde, mit dem Kern der Erde zu verbinden, sprich auch mit dieser Planetenseele, so, die wir Gaia nennen. Also da, hier geht es um eine ganz, ganz tiefe Verwurzelung, die Basis für all die Dinge ist. Deswegen hast du hier oben nämlich die ganzen Seile. Das ist Basis für all das, was kommt. So, und du brauchst diese Verankerung, weil die dich ganz tief in deinem Selbst manifestiert. Und das ist gerade für Menschen, die sagen, ich möchte am liebsten gar nicht Mensch sein, ich möchte am liebsten gar nicht hier existieren. Das ist hier nochmal ganz klar der Aufruf, konzentriere dich auf dich, konzentriere dich nicht auf verschiedene Mysterien lernen, konzentriere dich jetzt mal wirklich intensiv auf dich, auf deinen Wesenskern. Weil selbst wenn du den Gedanken hast, ich fühle mich hier fremd, ich bin verfremdet, entfremdet von Menschen. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann mit diesem Körper nichts anfangen. Du bist dennoch hier in deiner stofflichen Interpretation. Dass das nur ein Teilaspekt von deinem Wesen schärfen kann oder ausdrücken kann, ist ganz klar. Aber dieser Körper dient dazu, auszudrücken, in die Materie zu bringen. Wenn du keine Verbindung mit deinem Körper hast, weil du ihn bewusst oder unbewusst ablehnst, lehnst du in Wirklichkeit die materielle Ebene ab. Und der Effekt, der dadurch entsteht, ist ein Entkörpern. Das ist ein Dissoziieren, ein Ich bin nicht mit dem materiellen Sein verbunden. Und damit kannst du aber nichts von dem, was du auf diesem materiellen Sein einwirken solltest, weil du bist ja hier, weil da ein Auftrag hintersteht, in dem Fall. Ne? Wir inkarnieren ja nicht, weil wir hier nichts zu tun haben, sondern wir inkarnieren in der Regel, weil hier was zu tun ist. So. Wenn du diese Verbindung mit dem Körper nicht hast, dann kannst du nichts in diese materielle Ebene bringen. Das ist der entscheidende Punkt, weil alles Materialisieren beginnt in den feinsten stofflichen Ebenen bis hin ins grobstoffliche. Und die letzte grobstoffliche Ebene ist immer das materielle Sein, das an Zeit und auch an Ort gebunden ist. Das ist die Bedingung dieser Inkarnation. So. Mit anderen Worten, überprüfe, warum du dich nicht verankert hast oder warum dieser Aufruf kommt. Da wird es einen wichtigen Grund geben. Und sei es, dass du sagst mit deinem Wachbewusstsein, ich weiß gar nicht warum, dann guck rein, dann machst du das in irgendeiner unbewussten, versteckten Ebene. Wie gesagt, wir sind alle Reisende.
alle, die nicht körperlich sind, ne, wenn wir wirklich von Seelenenergie reden, dann kommen wir von wer weiß wo teilweise her. Und das ist auch okay. Aber wir sind gerade Mensch. Wir haben hier was zu tun. Und ich glaube, wenn wir uns draußen in der Weltgeschichte rumgucken, da ist auch recht offensichtlich, dass wir genug zu tun haben. Um das jetzt mal mit etwas Humor zu garnieren. Verbinde dich mit Gaia. Das ist ein ganz klarer Aufruf hier. So. Weil, nehmen wir mal das emotionale Beispiel. Bist du aufgewühlt, ist die Verbindung mit dir selbst und die Verbindung mit Gaia das, was dich erdet. Ne? Es gibt auch in vielen Energiearbeitsübungen das Phänomen des Ankerns, des Zentrierens. Das spielt mit der gleichen Grundthematik. Das ist eine Anspielung darauf. Ganz klarer Fall. So. Spannend ist, ihr habt dazu den Augenachat ausgerechnet. Da geht es um die Konzentration, um den Fokus und die Standfestigkeit. Also etwas, was auch der Hermatit mit seinem Eisen gehalten, nämlich dieses Standhaftsein, beständig werden, manifest werden. Ne? Das drückt er auch auf einer anderen Ebene aus. So. Also sehr spannend, was sich hier zeigt. Lass uns gleich weiter gucken, in welche Richtung das tiefer geht. Quelle, zeig uns bitte für Deck Nummer 2 deine dringende Botschaft. So, normalerweise ziehe ich die mit raus. Das mache ich jetzt heute mal bei euch auch. Ihr habt den Kolibri. Hier geht es um Kraftquellen. Hier geht es um Stabilität. Der Kolibri weiß nämlich ganz genau, was ihm Kraft verleitet. Was ihn stabilisiert, was ihn in dieser Welt auch Freude bereitet. Ne? Also hier geht es vor allem um soziale und spirituelle Kraftquellen. So, du hast die Gazelle. Mhm. Und der Elefant, okay. Also es ist Zeit für dich. Dir werden Wege versperrt werden oder eröffnet werden. Die Gazelle, das ist eine ganz starke Feinsinnigkeit. Auch Sinn für Künstlerisches, für Soziales auch. Eine hohe Aufmerksamkeit, die allerdings sehr darauf fokussiert ist, auf Fressfeinde zu achten. Also auf Leute, die es dir nicht gut mit dir meinen. Da ist der Blick zu stark drauf gerichtet. Gazelle sagt eigentlich, fokussier dich wieder auf dich, auf das Schöne. In ähnlicher Form macht es der Kolibri übrigens auch. Und der Elefant, das ist ein ganz klares, wird jetzt Zeit, diesen Weg zu gehen, weil ansonsten verspätet er dir den Weg. Ein Elefant, der stellt sich, das ist ein spiritueller Lehrer, eigentlich immer. Und entweder er macht dir den Weg frei, weil du die richtigen Dinge gelernt hast, oder er stellt sich in den Weg und baut Hindernisse auf, weil du nicht bereit bist zu lernen. Also das ist wirklich etwas, geh da ganz tief rein, auch wenn du sagst, oh, ich weiß noch nicht so genau. Da gibt's garantiert noch ein paar Sachen, die du lernen kannst. Zu deinem Auftrag gehören. So. Universum, zeig uns bitte eine letzte ergänzende Orakelkarte zu dem ausliegenden Bild. Ich habe das Gefühl, es ist die letzte. Und ich drehe die auch automatisch um. Entspannt. Und liegen geblieben von diesem Stapel sind die Visionen. So wie zum Thema letzte Karte, aber ich nehme sie trotzdem noch mit rein. Hier geht es um die Perspektiven. So, deine Persönlichkeitsanteile sind da nicht ganz im Klaren. Die sind noch nicht richtig so in Verbindung. Ne? Wenn wir so vom Centern reden, na, da geht es nämlich auch tatsächlich konkret beim Centern. Kannst du eine Variante machen von wegen, ich lasse Energie abfließen. Centern kann aber auch sein, dass du sagst, ich verbinde jetzt mal bitte alle Persönlichkeitsanteile. Mein höchstes Selbst, mein Ich, auch das, was wir Ego nennen, und mein Unbewusstes. Ne? Und guck jetzt mal, was ist denn das Potenzial davon? Na, was ist die Verbindung von all diesen Dingen? Das ist auch ausgedrückt in dieser Karte, weil da gibt es einige Dinge, die sich wie so ein roter Faden durchziehen, die auch sozusagen deine Lebensvision sind. Es kann auch sein, dass du tatsächlich Träume hast, wo es darum geht, hey, achte da drauf. Das ist hier auch hier nochmal die stellvertretende Erinnerung. Guck genau rein. Ich hatte die jetzt gerade hier hin, aber ich möchte das Tarot gleich mit dazu nehmen. Da brauchen wir einen Ticken Platz. So. Quelle, zeig uns bitte letzte Ergänzung zu dem ausliegenden Kartenblatt, um deine Botschaft exakt
wahrzunehmen. Die 5 der Kelche zusammen mit dem König der Münzen, die 9 der Schwerter und der gehängte Mann. Ja, es geht um die Perspektive verändern. Und die 7 der Schwerter. Du bist mit deinem Alltag zu sehr auf Dinge fixiert. Das können Ziele sein, das können Herzenswünsche sein. Es können auch vermeintlicher Ausdruck von Ressourcen, also von Fähigkeiten. Mir kommt auch Bedürfnis, das in einer Form befriedigt werden soll, die allerdings keine Befriedigung für dich bereithält, weil das der falsche Weg für dich ist. Wir sind viele Sorgen, ne? Viele Sorgen, die du auch mit in die Nacht mit reinnimmst, wo du auch schlaflos bist. Es kann auch Stress sein, der sich damit manifestiert, wenn dir das nicht als Sorgen bewusst ist, dass es Stress ist. Eigentlich möchtest du mit deinem Leben vorankommen, ne? Du möchtest diese Weisheit hier auch eigentlich nutzen. Eigentlich ist da dieser Wunsch da. So. Du hast hier mit den 7 der Schwertern eigentlich eine Energie drin, wo es um die Fragestellung geht, etwas mitnehmen, etwas wegnehmen, clever einsetzen von Fähigkeiten. Aber ich würde sagen, gerade weil wir hier die Masse an Schwertern haben und hier haben wir diese Schwerter und unten ist der gehängte Mann, du nimmst ganz viele Gedanken mit dir mit. Und du versuchst immer mehr zu berücksichtigen, immer mehr mit zu integrieren. Und das wirkt wie eine Mehrbelastung. Das wirkt nicht wie eine Lösung für deinen Weg, sondern für noch mehr Belastung eigentlich. Es sind zu viele Dinge auf einmal, die du versuchst gleichzeitig zu tragen. Versuch den Blickwinkel dazu zu verändern. Brauchst du das wirklich? Hat das wirklich Gültigkeit für dich? Und gerade wenn wir uns hier gucken um die Perspektive, nutzt die verschiedenen Blickwinkel. Auch gerade was das hier angeht. Versuch mal wirklich mit deinen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen diese Situation durchzugehen, wirklich zu gucken, das, woran ich da denke, was mir da so, ne, wo ich meine Aufmerksamkeit auch hinschicke, ist das wirklich das, was mich von innen her erfüllt? Oder gibt es einen anderen roten Faden, der viel wichtiger für mich in Wirklichkeit ist? Und wenn du das gefunden hast, dann geht es wirklich um dieses Verbinde dich damit, zenterst dich. So, da war nochmal ein Frosch im Hals. Ich habe das Gefühl hier einfach wirklich, das ist zu viel, was du versuchst gleichzeitig zu erreichen. Du belastest dich zu sehr damit. Gedanklich. Wir holen uns nochmal weitere Ergänzungen dazu. Also zeig uns bitte, letzte Erklärung der Dinge, die wir noch nicht erkannt haben, hier war die wichtige Rolle spielen. Königin der Stäbe, die 4 der Schwerter, okay, der Mond, Ritter der Schwerter, du willst immer mit davon pesen. Und die Gerechtigkeit. Es geht um eine faire Beurteilung von etwas, was hier auf der emotionalen Ebene stattfindet. Also du hältst da an Dingen fest, die dir nicht unbedingt nützlich sind.
Das liegt aber auch daran, dass vielleicht dein Blick verstellt ist auf deine eigentlichen Ressourcen, dass dir das schwerfällt. Ne? Das kann aber auch mit der Gazelle zusammenhängen, weil die Gazelle, die guckt immer im Außen, die guckt immer nach, ne, wie ich schon vorhin sagte, nach Fressfeinde, die guckt nach den Dingen, die doof sein könnten, die Dinge, die sie bedrohen. Ne? Darauf hält sie Ausschau. Und der Elefant, der versucht dich gerade dahin zu bringen, guck mal bitte auf deine Kraftquellen. Guck mal bitte auf das, was du wirklich kannst, was hier so der rote Faden ist. Das kann gut sein, dass das, ne, weil hier die vier der Schwerter sind, du würdest gerne spontan reagieren, aber ne, das ist ein inneres, ich will loslegen, ich will eigentlich starten. Aber du bist zu einer Pause gezwungen worden. Und das hängt damit zusammen, dass dieses Feuer, das du hier leben willst, im Prinzip hier gehemmt wird. Du kannst das nicht richtig zum Ausdruck bringen. Das können Emotionen sein. Das kann aber auch der Drang sein, etwas frei und ungebunden zu machen oder zu erleben, dass man etwas sozusagen sich von etwas befreien möchte, von einer Struktur, von einer Lebensweise. Weil hier mit dem Mond, da geht es ja auch um die Wildheit des Menschen, dieses Ungezähmte, Undomestizierte. Und wir haben hier Frauen abgebildet. Also das hat durchaus den Touch, der zu hinterfragen, was da eventuell mit dem Thema Weiblichkeit eigentlich los ist. Ne? Ob da zum Beispiel das Gefühl von, ich bin nicht verankert, weil ich als Frau sozusagen in eine Rolle hier gedrängt werde in diesem Gesellschaftsbild, das überhaupt nicht mich ausdrückt. Ne? Dass das in Wirklichkeit einen großen Faktor damit reinspielt, der dir wieder bewusst wird, auch wenn du zum Beispiel Mann bist, ne, oder wenn du dich selber gar nicht als so weiblich identifizierst, kann das eine Rolle spielen. Ne? Muss es aber so nicht. Was wir aber auf jeden Fall ganz klar sehen, du hast hier die Feder Schwerter liegen. Ne? Also der Elefant scheint schon, dich zur Ruhe zu zwingen, weil das mehr Aufmerksamkeit hier braucht. So. Also nutzt diese Ruhepause, bevor das eventuell eine stärkere Ruhepause wird. Du musst hier schreiben, du musst hier malen. Das kann eine Anspielung auf die Kraftquellen sein. Das kann auch eine Anspielung auf dieses Perspektive finden, die Technik dazu, ne? Weil mit verschiedenen Perspektiven zu arbeiten, das kannst du natürlich auch schriftlich machen, als Mindmap, wie auch immer, was dich da drin unterstützt. Es könnte auch Journaling sein. Doch, ich würde eher sagen, das ist wirklich etwas, was du tust, um damit richtig in Kontakt zu kommen. Und das Schöne ist, du hast den Familiar mit dabei und du hast die Natur mit dabei. Also das spielt auch eine Rolle, wie du das sicher gestalten sollst. Ne? Weil, wie gesagt, ne, der Kolibri, der knüpft sich an spirituelle und soziale Kraftquellen an. Ne? Das sind positive soziale Kontakte mit gemeint. Und hier sind dieses Sonne aufgehen, ne, die positiven Aspekte, die dich bestärken, sind damit gemeint. Kann aber auch sein, weil das hier nicht zu genau ist, sondern so ein bisschen diffuser, dass das jetzt sehr weit hier im Kollektiv auseinandergeht. So, ne, wir hatten ja auch hier den Stein für Fokus. Also ich würde wirklich dabei bleiben, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet eigentlich voranpreschen. Ihr habt hier eine erzwungene Pause.
So, und die ist dazu da, diesen letzten Part hier gründlich zu beleuchten und versucht wirklich mit diesen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen zu arbeiten, weil die haben tatsächlich einen roten Faden für euch. Und da wird euch mit ziemlicher Sicherheit zu diesen beiden Kelchen führen. Wird euch auch bewusst machen, wo ihr versucht, etwas auszudrücken, was gar nicht zu euch passt, was zu eurer Energie gar nicht passt. So, ne? Weil dieses Dissoziative, dieses sich nicht mit dem Körper zum Beispiel verbinden oder nicht mit in dieser Welt sein, dieser Lebensrealität sein, das hat auch was damit zu tun, dass ihr vielleicht damit konfrontiert werdet, dass ihr eure Energie mit der jetzigen Gesellschaftsform gar nicht in Verbindung bringen könnt und sagt, was soll ich denn hier, dass ich bin völlig irritiert und da la Quatsch für mich, ich komme gar nicht damit klar. Auch dann, Verankerung bedeutet nicht, dass ihr euch mit diesem Quatsch, in Anführungsstrichen, verbinden müsst, sondern damit ist gemeint, mit eurem Körper, mit eurem Sein und mit der Erde selbst verankern. Ne, weil, um es mal sehr kurz zu formulieren, das, was der Mensch da im Sinne von seinem Kultur getan hat und immer noch tut auf Planet Erde, ist nicht unbedingt das, was Seele Gaia wollen würde. Da kommen durchaus vielleicht mal andere Informationen zu euch, wenn ihr euch mit ihr verbindet. So, ich würde es jetzt dabei bewenden lassen. Wenn euch das weitergeholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Ich wäre mega neugierig darauf, was da mit euch in Resonanz gegangen ist. Gerne konstruktive Kritik, Anregungen etc. unten wieder in die Kommentare rein. Habt ihr Interesse an einer Einzelberatung? Da oben habt ihr den Hinweis, da könnt ihr euch gerne schlau lesen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, weil die Glocke aktiviert hat. In dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo Deck Nummer 3. Du hast dich für die Karte Holid entschieden. Ihr seht, hier ist auch die Kamille mit drauf. Und Holid ist einer der Steine, die relativ weich sind. Das Interessante bei dieser Karte ist, ne, ihr habt hier schon oben stehen, you are the foundation. Du bist die Grundlage, du bist die Basis. Hier geht es darum, ein Stück weit im Alltagskarussell auszusteigen, aber trotzdem am Alltag teilzunehmen. So, was meine ich damit? Wir sind ganz oft sehr, sehr geschäftig unterwegs und wir lassen uns von dem, was da im Leben ist, affektieren. Ne? Sprich, es erzeugt eine innere Resonanz. Teilweise sind diese Affektierungen gar nicht mal so übel. Teilweise also sind sie aber auch etwas, was uns total aus unserer Mitte raushaut. Ne? Emotionen, Irritation von anderen Menschen. So. Eins der wichtigsten Basisübungen für dich ist eigentlich zu lernen, innen drin immer wieder bewusst still zu werden. Weil dieses bewusst still werden, innerlich reinhorchen, das ist nicht ein eigentlicher Stillstand, sondern das ist in dir Ruhe finden. Und diese Ruhe erzeugt Gelassenheit und das wiederum erzeugt eine ganz tiefe Ich bin bei mir. Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro gekommen. Ich bin in meinem Sein, ich bin in mir verwurzelt, ich kann mich spüren und spüre mich vor allem stärker als das, was sich im Außen gerade bewegt. Und ich kann zu dem Außen, was sich da bewegt, Nein sagen und zwar aus meinem Innersten heraus. Das ist eine ganz andere Haltung, Nein zu sagen zu Dingen, die blöd sind. Oder die wir gar nicht wollen. Wir müssen ja nicht unbedingt blöd finden. Wir können auch einfach sagen, das nützt mir nichts. Ich will das gar nicht. Das ist eine Zeitverschwendung. Haben wir oft genug im Lebensalltag. Wo dann zum Beispiel das Familiendrama sich nochmal neu wiederholt, weil irgendeiner der Meinung ist, dass man das nochmal wiederholen muss. Dann kann man sich auch daneben stellen und sich dafür entscheiden, aus seiner eigenen Verbindung heraus ganz gelassen zu sagen, wenn du das brauchst, mach das. Du weißt, wo du mich findest. Ich steige auf dieses Theater nicht mehr ein. So, offensichtlich brauchst du das noch. So, und deswegen habt ihr die Kamille auch hier. Es geht darum, diese Gelassenheit, dieses Runterkommen, dieses Harmonisieren in sein Leben zu integrieren.
aber trotzdem am Alltag teilzunehmen. Ne? Das ist nicht gemeint von wegen, du ziehst dich zurück, ziehst die Decke über den Kopf und bleibst nur noch bei dir, sondern die Menschen brauchen Lebendbeispiele von Menschen, die ihnen klar machen, dass man auch ganz andere Wege gehen kann und dass diese anderen Wege vor allem friedlich sein können, wenn man sich mit sich selbst verbindet, sich nicht verneint, sondern wirklich sich selber richtig gut kennt. So. Und ihr habt den Stein schlechthin dazu. Ihr habt nämlich den Aquamarin. Und der Aquamarin selber ist sehr, sehr stark mit dem Kehlchakra verbunden, sprich mit dem Selbstausdruck, mit der Kommunikationsfähigkeit. Das ist ein ganz, ganz bekannter Stein, der bereits seit dem Altertum genutzt wird. Und der bedeutet wortwörtlich Schatz der Meerjungfrauen. Das ist ein Glücksbringer auch, ne? Gerade für alle, die zur See gefahren sind. Das ist ein Glücksbringer. Das ist vor allem ein Stein, der viel mit den kommunikativen Themen von Frieden, Mut und aber auch diesen Selbstschutz in Verbindung bringt. Ne? Also das ist ein mega cooler Stein, wenn es hier wirklich darum geht, diese Verbindung in dir zu finden, zu halten, zu stabilisieren und die auch auszudrücken. So. Quelle, zeig uns bitte deine Botschaft für Tag Nummer 3. Ich weiß nicht, was ich das halt habe. Das ist ganz schräg. Irgendwie drehen sich die ganze Zeit immer wieder die Karten um. Das ist heute ein sehr interessanter Tag. So. Quelle, zeig uns bitte deine Botschaft für Deck Nummer 3. Ja, lass los. Lass das Vergangene wirklich hinter dir. So, hier geht es um das Glück, glücklich sein, Glück empfinden können, Glück annehmen können, Glück leben. Universum, zeig uns bitte deine letzten Ergänzungen, um deine Botschaft genau wahrnehmen zu können. So, du hast die 4 der Stäbe hier, der Magier, die 5 der Münzen. Na, da kommt ja schon hier, ne? Du musst was loslassen. Hierophant. Okay. Und das Ass der Kelche. Ich glaube, das ist so wirklich so dieser Dreierblock. So, und ich glaube, es ist so ein Gefühl. Wir fragen direkt nach, was muss denn hier losgelassen werden? Zeig uns bitte mal, was hier losgelassen werden muss. 2 der Stäbe. Ein Wahltreffen, okay. 7 der Schwerter. Spannend, hatten wir vorhin in Deck Nummer 2 auch schon. Bist du das oder das? Das bist du, okay, gut. Und die 4 der Kelche. Okay. Indirekt geht das schon in die Richtung, wie wir hier schon besprochen hatten. Weil das ist ein Abwägen, das ist ein bewusstes Raustreten aus der Situation, sich nicht im Alltagsgeschäft verlieren, sondern wirklich bewusst immer wieder seine Entscheidung zu überprüfen. Auch seine Entscheidung bewusst in dem Moment reflektieren. Du hast hier mit den 4 der Kelchen auch so ein bisschen dieses Thema Wertschätzung, Wertschätzung dir selbst gegenüber, Wertschätzung deinen inneren Werten gegenüber, deiner Perspektive gegenüber, nicht nur das, was hier so im Außen sich befindet, sondern wirklich du dir selbst einräumst. Und du hast mit den 7er Schwertern, du trägst zu viel. Ne? Der trägt zu viel. Er trägt hier zu viel. Trägst zu viel mit dir rum. Du hältst an zu vielen Dingen fest. Oh, das ist jetzt sehr speziell. Was mir hier kommt, ist, gerade weil es sich hier darum dreht, diesen Zustand der Ruhe im Alltag zu kultivieren und das in den Alltag wieder mit reinzunehmen, damit du dich nicht fangen lässt von bestimmten
Ereignissen in deinem Lebensumfeld. Das ist eine Karte, die davon spricht, lass los, lass das Alte hinter dir, es kommt ein neuer Morgen. Das bezieht sich indirekt bei einigen von euch darauf, dass ihr diese Energien aufnehmt. So. Ne, das haftet sozusagen an euch. Und das hindert euch dann auch weiterzugehen. Deswegen ist das hier so wichtig. Und die Kommunikation ist insofern wichtig. Also wenn wir uns das hier angucken, hier hast du die vier der Stäbe. Das sind Feiern von Teilerfolgen. Das kann aber auch Feiern mit Familien sein. Ne? Etwas gibt zu feiern oder eben halt Kontext mit Familie indirekt. Das ist sehr speziell. Aber das hat auch dieses, das muss kommuniziert werden mit den Menschen um dich drum herum. So, und das musst du selber für dich erschaffen hier, ne? Gerade weil es ja auch um dein Glück geht. So, das ist etwas, was du dir selber gibst und was du nicht im Außen finden kannst. So, und wenn du dein inneres Glücksgefühl von dem Themen in dem Außen abhängig machst, dann bist du immer voll mit Dingen, die eigentlich dir nicht gut tun und die dich verhindern, durch die nächste Tür zu gehen. So, in der nächsten Tür hast du nämlich den Hierophanten hier liegen. So, und das ist in dem Fall mega wichtig, weil, guckt euch mal diese Konstellation an. Das ist die Verbindung zu dir selber. Das ist das Ass der Kelche. Das Ass der Kelche, die Verbindung zu dir und das Loslassen von den Dingen, die nicht mit dieser Verbindung zu tun haben. Versuchen wir das mal als Arbeitsansatz zu nehmen. Das bringt dich automatisch zu dieser Hierophantenkarte. Und der Hierophant selber, das ist entweder du trittst eine Lehre an oder du wirst zum Lehrmeister werden. Witzig ist auch, dass hier der Elefantenrüssel wieder auftaucht. Auch der ist im zweiten Deck drin gewesen. Also es könnte echt sein, ne, wenn ihr euch zu dem zweiten Deck hingezogen fühlt, dann ist das hier nochmal die Bestätigung, macht es. Weil das ist wirklich, du hast dein Glück an dieser Stelle absolut komplett in deiner eigenen Hand. Du musst nur Nein sagen lernen zu diesen Dingen, die dich sozusagen vereinnahmen. Und die Reaktion darauf sollte nicht sein, dass du als Abwehrreaktion auf diese Vereinnahmung dich sozusagen komplett zurückziehst aus dem Geschehen, sondern dass du in deinem Alltag dieses Connecten mit dir selber zelebrierst, indem du versuchst, bewusst in diese Stille, in diese innere Verbindung zu gehen. Mir kommt da gerade auch Tassenmeditation. Das mache ich eigentlich total gerne, wenn es so richtig chaotisch wird. Ich sage das jetzt einfach so, wie ich das mache. Ich nehme das Heißgetränk meiner Wahl und ich sage ganz klar, solange ich das Ding nicht ausgetrunken habe, läuft hier erstmal gar nichts. Ne? Ich habe jetzt Zeit für mein Tassengetränk und in der Regel setze ich mich dann hin oder setze mich am Rand des Geschehens, formulieren wir es mal so, und ich trinke den sehr, sehr langsam aus. Also wirklich bewusst trinken. Also die Langsamkeit ist nicht das Ziel, sondern wirklich dieses bewusst schmecken, bewusst trinken, bewusst wahrnehmen. Und während ich das mache, versuche ich ganz bewusst auf meinen Atem zu achten. Ne? Das mache ich auch dabei. Ne? Ich lasse dann sozusagen ganz bewusst atme ich ein, stelle mir vor, positive Energie einatmen, auch mit dieser Tasse positive Energie dieser Pflanzenkraft einatmen, was auch immer ich dann als Heißgetränk habe. Und überschüssige Energie abgeben. Und ich formuliere ganz klar überschüssige Energie, weil manchmal ist es auch so, du nimmst einfach viel zu viel Energie auf, die durchaus kreatives Potenzial hat und eigentlich ganz cool ist, aber gerade voll nicht umsetzbar ist und dich deswegen so wuselig und auch unbeständig macht in dem Moment. Ne? Das ist dieses Verwurzel dich in dem Moment mal mit dir. Und dann kannst du auch Überschüssiges loslassen. So, und zu überschüssigen Loslassen zählen auch so negative Energien, die du von anderen aufgenommen hast. Ne? Den Impact loslassen, ganz bewusst. So, einfach, das heißt einfach, einfach ist es nicht, man muss das lernen, aber ich sag mal so, in meiner Tassenmeditation hat noch nie irgendeiner mich angesprochen und
sich verwundert, was ich denn da so tue. Also offensichtlich ist das etwas, was ganz gut in Alltag integrierbar ist, ohne dass du lange Erklärungen machen musst. Und es ist vor allem dadurch, dass es ein Heißgetränk ist, deswegen betone ich das mit dem Heißgetränk, Kindern gegenüber verständlich. Ne? Für Kinder ist das manchmal sehr schwierig oder andere Erwachsene, da Distanz richtig anzunehmen und auch Grenze zu respektieren von jemand anderem. Wenn du allerdings sagst, du, das ist heiß, ich verbrühe mich sonst oder du verbrühst dich. Jetzt ist mal hier 5 Minuten, bis ich das Getränk aushabe, kurz Ruhe. Dann können in der Regel gerade diese Menschen, die sonst nicht das so gut einhalten können, das sehr gut einhalten, weil da dieses Eigeninteresse schön angetriggert wird. Wie gesagt, also ich finde es toll, mit dem Atmen das zu kombinieren, weil ich damit das rauslassen kann. Das muss man allerdings wirklich gucken, ob das für dich stimmig ist. Aber ich denke, wenn du dich da auf den Weg machst, so ein bisschen reinzugucken, was ist da für mich stimmig, wirst du auf verschiedene Varianten von dieser Selbstverwurzelung kommen. Na, da gibt es sehr, sehr viele Varianten, weil wir einfach sehr verschiedene Wahrnehmungs- und Lerntypen sind. Und das so ein bisschen auch für dich abhängig ist, wie du als Type selber bist. Na, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, da muss man ein bisschen individueller reingucken. Gut, meine Lieben, das ist eure Butter für euch. Wenn euch das weitergeholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Immer unten in die Box rein. Habt ihr Interesse an einer Einzelsitzung? Da habt ihr da oben einmal den Hinweis dazu, was ich da an Formaten anbiete. Sowohl was Kanuschützeberatung angeht und was Coaching angeht. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr die Glocke abonniert. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann sage ich an dieser Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal.